Moin Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, weiter geht's in dem Part mit den Abenteurer Herausforderungen. Der kopflose Reiter. Ich habe ihn nie selbst gesehen. Doch ich hörte Geschichten von hier bis Kentucky. Ein deutscher Söldner, Hessen nennt man sie hier, kämpfte in der Schlacht, als eine Kanonenkugel ihm den Kopf abschlug. Sein ganzes Bataillon starb und die Schlacht ging verloren. Doch dieser eine starb nicht. Seitdem wandelt er rastlos zu Pferde über das Schlachtfeld und sucht seinen Kopf, jagt Unschuldige, wenn er sie sieht, um sich ihre Köpfe aufzusetzen. Nun trägt er einen Kürbis als Haupt, bis er findet, wonach er sucht. Wie gesagt, ich sah ihn nicht selbst, doch ich sah die Leichen, die er hinterlässt, kopflos und grotesk. Gott erbarme sich ihrer. Tja. Der kopflose Reiter namens Hesse. Sehr schön. Da unten müssen wir hin. Der kopflose Reiter der Hesse. Ich musste sofort an Chili denken. Ach, end nice. Ach ja. Sehr viel haben wir nicht mehr. Bevor wir hier was machen, ihr macht gleich hier weiter noch eine Tea Party. Du brauchst ja nicht mehr viel, das schaffst du diesmal auch alleine. Sehr schön. Na, da brauchen wir sogar zwei. Da müsste einer reichen. Nee, da schicken wir lieber zwei weg. Ah, ja, da reicht locker eine. Einer. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Also bald haben wir dann auch alle Kolonien befreit. Was wir aber locker noch schaffen. Weil wir einfach noch so viel Nebenstuff zu tun haben. Und ja, das schaffen wir locker. Ach, ist das geil. Ist das geil sogar in der Brücke. Boah, das kennt man ja aus diesen Halloween-Geschichten, dass man, sobald man die Brücke überquert, würde er dir nicht mehr folgen und alles so ein Scheiß. Boah, das ist genial. Das ist genial, Leute. Das ist echt cool. Die sind doch nicht kopflos. Doch, die sind kopflos, oder? Ja, die sind kopflos. Ach, genial. Und jetzt? Neue Geschichte ist, ja, keine Ahnung. Was? Sind wir hier jetzt auch schon fertig? Nee, das kann nicht sein. Ich weigere das zu glauben. Hier waren ja noch welche. Ich weigere mich, das zu glauben. Sonst müssen wir jetzt mit den Bootsmissionen anfangen. Das kann doch nicht sein. Leute, wir müssen mit den Bootsmissionen anfangen. Ich werde nicht mehr. Okay, dann fangen wir mit den Bootsmissionen jetzt an. Also wir werden nie auf 100 Parts kommen. Nie im Leben. Außer ich verliere so bei den Bootsmissionen, dass ich jede Bootsmission 3-4 Mal spielen muss. Aber das glaube ich nicht. Vor allem, wir sind hier noch nicht mal ganz fertig, oder? Doch. Nee. Doch sind wir? Nee, sind wir nicht. Wir sind hier noch nicht fertig ganz. Eventuell müssen wir dazu... Was sagst du eigentlich? Nee, du... Doch, wir machen jetzt das hier. Also mir tut's echt leid, dass ich euch die Kid-Mission nicht mehr zeigen kann. Tut mir echt leid. Naja, machen wir erstmal die Rettung. In der Nähe von
Nantucket mit Amanda treffen und herausfinden, was sie über Nicholas Biddle weiß. Diese Mat. Nee, das machen wir am Ende. Ach, wobei. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Oder das ist in New York. Egal. Ostküste. Ahoi, Bobby! Kannst du ihr vertrauen? Mit meinem Leben, Captain. Oh, hallo. Ich bin Amanda. Ihr müsst der Captain sein. Na, was soll das denn alles? Du stolzierst hier einfach in meine Bar und suchst nach Offizieren. Und kurz darauf höre ich irgendwelche Gerüchte, dass das Phantom der Nordmeere wieder über den Atlantik segelt. Die Arkia ist zurück und ich brauche ihre Hilfe. Nicholas Biddle segelt jetzt für die Patrioten als Captain der Randolph. Aber der Mann macht die Küsten um Nantucket unsicher. Er hält es für eine Loyalistenhochburg. Wo ist er jetzt? Wenn man vom Teufel spricht. Geh unter Deck, Mandy. Das ist sicher. Ich will es mir selbst ansehen. Bis zur Spitze des Masts klettern. Sehr schön. Die sind wieder da. Oh yeah, die brauchen nur noch 2 Missionen, Leute. Ach ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Festhalten! Ach, müssen wir da hoch, auf den Hauptmast. Greift die Randolph ein Handelsschiff an. Deine Befehle? Einschreiten. Und eliminieren. Ganz klar. Alle Mann auf Gefechtsstationen! Wir müssen herausfinden, was Biddle vorhat. Und zwar schnell. Was weißt du sonst noch? Feuersegel! Ganz plötzlich hat der Kongress ein brandneues Schiff für ihn als Captain. Vom britischen Steuermann zum Captain des kolonialen Flaggschiffs. Da stimmt etwas nicht. Oh yeah. Wir haben es sogar geschafft. Die 80%. Kreuzwind! Quere Wellen, Captain! Hart gegenhalten! Gebt mir halbes Segel! Und auf halbes Segel! Gebt mir alles! Volles Segel! Wechseln! Egal, das schaffen wir. Aua. Das war nicht gut für uns. Vorsicht, Sir! Egal. Trefft auf halbes Segel! Auf, Captain! Könnte schlimm werden. Alter, was willst du überhaupt? Guckst dir an, wir haben Brandgeschoss. Sehr schön. Hartsegel! Hartsegel! Ach schon! Kommen wir locker durch. Und der Wind spielt auch wieder gut mit. Achtung! Egal, sobald wir da in Deckung gehen. Hätte hässlich werden können. Alle Augen aufs Ziel! Wow, das ist
geil. Wieder eine Riesenwelle. Nimm sie dir! Kavetsmann! Direkt vor Kavetsmann! Köpfe runter! Deckung. Sehr schön. No problem, den helfen wir. Noch so eine Scheißwelle. Vorsicht, Captain! Riesenwelle vor dem Mond! Runter! Runter! Da brauchen wir definitiv für... Wow! Position! Sehr schön. Die Randolph dreht ab. Verfolgen wir ihn? Wir dürfen das Handelsschiff nicht der Gnade der Briten überlassen. Warum macht Bedel das? Nantucket unterstützt den Patreon. Und die Anzahl von Fehlschüssen 2. Die Gesellschaft, in der er sich aufhält. Und zentriert euch! Bereit zum Feuern! Feuer! Feuer frei! Ich brauche volles Segel! Breitseite abgeben! Schieß! In Deckung! Anhalten! Und Feuer! Das hat gesessen! Gebt mir halbes Segel! Schnell! Unser Loot für uns, Captain! Sie sind sicher! Bereit zum Feuer! Was nun? Wir eskortieren das Handelsschiff, würde ich sagen. Wir folgen der Randolph. Oder wir folgen der Randolph. Gebt mir volles Segel, Jungs! Okay, dann machen wir das. Fangen wir den Randolph. Oh yeah. Ich wollte eigentlich unsere Assassinen-Freundes wiederholen. Sie kommt herum, Sir! Riesenwelle! Backbau! Deckung! Und Deckung! Ah. Ah, was eine Riesenwelle! Ja, holla die Waldfee! Wer ist es? Gatte durch Schüsse auf ihre Schwachstelle zerstören. Der Engländer, der Pülverfordner. Wo ist die Randolph? Sie ist weg, Captain. Auf und davon. Lässt uns mit diesem Geschweiß zurück. Doch der Sturm macht ihr noch viel mehr Sorgen. Wir haben keine Wahl. Wir schüsse auf die Wellen ab, Captain. Und dann müssen wir schon suchen, sonst sind es keine Galeonen, die uns versetzen. Wow, das war ein Fehlschuss. Halbe Segel, Männer! Ja. Köpfe runter! Ladet Brandgeschosse! Vorfeldern, wir stehen im Weg! Feuer! Drehwaffe, Feuer! In Deckung! Achtung! So, wo ist deine Schwachstelle, Minion? Und Feuer! Du musst besser auf die Wellen achten! Was? Runter! Oh, oh Manu, oh Manu, ich hab doch nie daneben geschossen. Ja, ich muss auf die Wellen achten. Mann. Alle auf Gefechtsstation! Wieso kann ich die Assassinen-Rekruten nicht rufen? Gebt mir alles! Volles Segel! So, wir müssen uns so hindrehen. Genau. Deckung! Deckung
dann sollten wir eigentlich wieder schön weiterfahren. Wow. Der Sturm ist echt heftig. Aber es ist echt genial. Für die Gatte die Schüsse auf ihre Schwachstelle zerstören. Der erste hat sie ja vorne. Das hat man ja gesehen. Wo ist die Randall? Sie ist weg, Captain. Auf und davon. Lässt uns mit diesem Geschmeiß zurück. Doch der Sturm. Wir haben keine Wahl. Fast alle Schüsse und die Wellen auf Captain. Und dann müssen wir schon zurück. Ja, ich hätte das eigentlich, ne, und so, weil von wegen, ich hab die zu Tode gerammt. Zurück an die Reling! Sie feuert eine Breitseite! Herein zum Feuer! Schieß! Der hat's auf der rechten Seite der Rechte, der andere. Nicht dein Ernst. Ach, Fuyu-Spiel. Habe ich noch nie gesehen. Ist selten, aber kommt vor. Hast dich bewährt. Was mir Sorgen macht, ist, dass Biddle ein Patriot ist. Warum hilft er dann der britischen Navy? Alte Freunde vielleicht? Wie überzeugt man den Kontinentalkongress, dass die Marine mehr Schiffe braucht? Die Kaperfahrten der Briten entlang der Küste sind Grund genug aufzurüsten. Kanonenboote bei Vineyard, jetzt das! Biddle will der erste Admiral der kolonialen Marine werden und nutzt diese Notlage aus. Ein geschicktes Manöver, Captain. Ich habe vom Kanonendeck aus zugesehen. Was suchst du auf dem Kanonendeck? Du solltest dich in Sicherheit bringen. Schon gut, Bobby, keine Sorge. Die Bewohner von Nantucket sind sicher dankbar. Und ich auch. Gut, dass du zurück bist. Oh Mann, das müssen wir nochmal machen. Oh Mann, no. Das ist doch scheiße. Oh Mann, no. Ach, Mann, ich weiß immer noch nicht, wie ich die auf einmal zerstören soll. Mit einer Salve. Ich könnte die natürlich auch zu Tode rammen, aber... Wie machen wir das? Erstmal will ich ja andere Waffen ausrüsten. Und zwar, die Pistole will ich nicht mehr. Erstmal unsere Mann, oh, ich wollte unsere Assassinis noch wegschicken. Handel, herstellen, Lager, Biberpelz, kaufen, Bärenpelz, kaufen. Ja, passt alles. Handel. So, Dudes. Was bringst du mir ein? Oh yeah. Okay, du brauchst aber auch 22 Minuten, aber egal. Ja, Mann, der Typ ist krank. Was mir der da Geld einbringt. Das ist sehr schön. So, Konvoi schicken. Was ist da eigentlich? Was würde der mir eigentlich für sowas? Die brauchen halt, die geben, ja, wobei, da ist der Langkonvoi einfach viel, viel besser.
Definitiv ist der besser. Der bringt einfach viel mehr Geld ein. Konvoi versenden. Ja, dann. Ach, der braucht sogar noch ein bisschen. Er braucht nur 2 Minuten. Naja, egal. Was wir da Geld bekommen, Leute. Das ist unglaublich. So, bevor der Part jetzt endet, rüsten wir uns noch aus. Ach, Mann. Da fehlt auch nicht mehr allzu viel. So. Zerbrochenes was? Kriegstomahawk fallen. Hey. Hallo? Zerbrochenes Schwertmesser. Ausgerüstet. Sehr schön. So, dann brauchen wir noch eine neue Pistole. Haben wir ja jetzt auch einiges. Was war da eigentlich die beste, die ich hatte? Pitcairn? Aha. Königliche Pistole, glaube ich, nehme ich. Ja. Sieht doch nicht schlecht aus. Okay, da müssen wir uns doch einige Waffen noch kaufen. Machen wir das jetzt noch? Machen wir das jetzt noch? Machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part dann hier. Dann kaufen wir uns ein bisschen was ein. Und dann geht's weiter mit... Dann machen wir die andere Mission nochmal. Aha. Genau. Das sehen wir uns dann bei der anderen Mission und dann kaufen wir noch einen. Also dann, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dann, auf Wiedersehen.